Im nordostafrikanischen Krisenstaat Sudan ist Ministerpräsident Abdullah Hamdok überraschend zurückgetreten. In einer live im Staatsfernsehen übertragenen Ansprache sagte Hamdok, er habe sein Versprechen, eine politische Katastrophe in dem Land am Horn von Afrika zu verhindern, nicht einhalten können. Vor wenigen Tagen waren im Sudan wie schon seit Monaten Demonstrationen gegen die Übergangsregierung, an der das Militär beteiligt ist, gewaltsam niedergeschlagen worden. Die Protestierenden fordern eine Machtübergabe des Militärs an eine zivile Regierung. Das Militär hatte Ende Oktober bei einem Putsch die Macht an sich gerissen und Hamdok gestürzt. Nach Druck aus dem In- und Ausland war er dann wieder als Regierungschef eingesetzt worden. Nach dem Militärputsch gegen Langzeitmachthaber Omar al-Bashir im April 2019 versetzt der Rücktritt Hamdoks den Sudan abermals in ein politisches Vakuum.